Willkommen zurück zum Let's Play Together OMSI 2 mit dem Kalli. Hallo, guten Tag. So, wir suchen uns mal eine Linie aus. Warte, chill mal kurz. Ich muss mal ganz kurz auf die Taste hämmern da. Okay, perfekt. Hast du? Ja, ich muss mal noch meine Audiospur. Ja, alles gut, wir können anfangen. Gut, Wo stehen hallo. wir am Hauptbahnhof, ne? Wir stehen am Hauptbahnhof, ja. So leckt OMSI so wie Scheiße, ey. Wir fahren heute den Solaris, nicht? Nee, Ja. Zitaro. Ah, shit, Alter, ich bin total verwirrt heute. Tut mir leid. Ja, ich bin noch nicht so drin, um sie, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe aber einen Fahrplan für uns. Du hast einen Fahrplan für uns, okay. Übernimmst Dann. du mal bitte bei Linie Montag bis Freitag Ja. den Umlauf 10105 an. Wie gestern. Ja. Nee. Müsste Königsgrat. die SP52 vom Hauptbahnhof nach Königsrad sein. Richtig. Gut, dann nehmen wir den mal an. So, 0,42, 9. Weiß ich, welche Linie war das jetzt? Welche Linie ist das? 52. Das ist 52. einfach 0,5200, Route 1-1. Ne, ich mach das über das. Mensch. Nach Königsgrad. Wieso hab ich Bushüpfen? Keine Katze. Ahnung. Rotfarben? Königsrad. Ja, Gott, haben wir mal gescheit. kurz das Wetter umgestellt. Wo steht das hier nicht? Ach so. Kommen wir mal vor zur Haltestelle. Warte, chill mal. Ich kann Ach. doch derweil vorfahren. Erstmal schildern. Da steht's. Perfekt. Dann gehen wir rein, machen die Luke zu. Zack. Türen ran. Und Junge. Motor starten. Wird immer schlimmer mit OMSI. Ja, wir fahren heute den Citaro Gelenkbus mit drei Türen, nicht? Jo. Genau, wir fahren mal vor zur Haltestelle. Das mache ich noch an. Jetzt noch ein bisschen Würde, wo ich anhalten muss. Ach hier. 52, da steht's. Ja, du biegst, wenn du vom Pausenplatz kommst, clever da rechts, links und dann fährst du ganz vor. Letzte Halt. So, lassen wir mal die Wichser hier einsteigen. Ey, ja. Ganz vor. Ah, das ist doch nicht ganz vorne. 3,10 € die Dame. Bezahlen muss ich ja auch noch machen. Ach du Guten Tag. Scheiße. Tach! Hallo. Hallo. Morgen. Ja, wir fahren nach Realwetter in Köln und. Ja, ich fahr 10. bei sommerlichem Wetter. Es ist 10:42 Uhr. Unsere Linie geht 45 los. Alright, ich sag mal nicht hier noch offen. Ach, komm, so, kannst du noch hier rein? Ende Tageskarte 11:20 Uhr. Aber mir wollte keiner bezahlen, zum Glück. Wir fahren halt mit der Lackierung des Eurobusses. Ich finde die, ich kenne die zwar nicht, aber die sieht schön aus. Schön blau. Stehen hier richtig scheiße drin. Nachladen würde. So, ich würde sagen, wir warten noch eine Minute und dann fahren wir los. Ich habe gerade 1,07 Verfrühung, jetzt 1,6. Ich habe 2,0, warte ich dann noch mal ein paar Sekunden. Ja, du willst raus dahin. Ja, es tut mir jetzt auch voll leid, dass ich hier im Weg stehe. Ja? Wollen wir schon los? Ja, können wir. Dann fahr mal los. Ich halte mich gerade einen Bus hinter mir auf. Wie lange geht denn die Linie? Lange. Ja, eine gute Viertelstunde. Ja, das ist ja gut. Also, Kalli, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Ja. Entweder du fährst jetzt hier die Extrarunde durch den Kreisverkehr. Natürlich mache ich das. Oder du machst Trick 17, der verboten ist, biegst gleich links ab. Ne, jetzt bin ich schon im Kreisverkehr eingebogen. Gut, dann biege ich links ab. Hey! Boah, was ist da? Ich wieder Auto. Ja, es tut mir leid, dass ich jetzt hier bremsen musste, aber der hat mir die Vorfahrt genommen. Nächstes Mal fahre ich rein, wenn Sie sich beschweren da hinten. Kannst du nämlich hier diesen Kreisverkehr kannst du dir schenken. Nein, wir fahren so, wie es ausgestellt ist. Oh, Jungs, fahr zu. Halten wir jetzt an. Und weißt du, was das Schöne an der Linie hier ist? Nee, weiß ich nicht, was wir gleich sagen. Autobahn. Das ist aber auch, dass die KI auf der Autobahn ist immer schlimmer. Ja, die sind immer schlimm hier. Möchtest du kaufen? Keiner will Tickets kaufen von mir. Ja, kann ich nichts dagegen haben, ne? Ich habe meine KI übrigens mal hochgestellt, die
Verkehrsrate, weil das war so wenig auf der Map. Ich glaube, ich habe sogar aufs Maximum. Aber ist gar nicht viel. Fahr zu! Grün! Warte, bei dir an der Haltestelle keiner einsteigen? Doch. Ach, lass mich schauen, das waren so wenig, bist schon weiter. Es waren nur zwei und keiner wollte ein Ticket haben. Toll. Bei mir kassiere ich hier jeden ab und hab. Ne? Bin dadurch jetzt hinter dir. So, hier geht's gerade aus. Ja, ne, bei mir will fast niemand ein Ticket kaufen. Das wäre schön, wenn ob sie mal die KI schneller nachladen würde. Aber das Einstellen, wie viel ein Ticket wollen, kann man ja nicht, ne? Ja, du kannst bloß einstellen, ob du überhaupt Ticketverkauf haben möchtest. Ja, das habe ich ja an. Hier steigt auch nur einer ein. Tag. Will auch keins haben. Lässt du mich raus? Ne, warum auch, ne? Blitzfuß. Ja, das wird. Ah, die Ampel auch rot. Ja, wir versuchen halt mal ganz sanft zu fahren und so gut wie möglich, ja. Realistisch, nach Straßenverkehrsordnung. Ja. Ich bemühe mich heute mal. Sieht doch bisher noch ganz gut aus. Noch hat sich nur einer beschwert, weil ich zu stark gebremst habe im Kreisverkehr. Bei mir hat sich schon keiner beschwert. Es könnte sich aber gleich einer beschweren, wenn ich hier wieder Bushüpfen bekomme. Naja, ich musste stark bremsen, weil da hat mir einer die Vorfahrt genommen. Da kann ich ja nichts dafür. Fahr los, komm. Wie viele Linien hat eigentlich Lemmental? Viele. Ja, dumme Fragen, stimmt, es sind viele. Es dürfen schon einige sein. Die muss ich gar nicht halten, so gut. Hallo, lässt du mich wieder rein? Ja, aber erstmal eine Runde an der roten Ampel. Ich fahr. Wo muss ich lang, wo muss ich lang, wo muss ich lang, da lang. Ist alles ausgeschildert. Ja, ist doch gut. Boah, es sind so viele Linien, da musst du erstmal suchen. Wir haben da eine Menge zu tun, wenn wir alle Linien hier fahren wollen, ne? Ja. Und danach haben wir eine neue Map. Also in Omsien hat man, glaube ich, genug zu tun. In Omsien hast du definitiv genug zu tun, ja. Komm, werd grün. Ich muss Zeit aufholen. Ich bin nur noch 0,05 voraus. Wieso leckt das so? Also ich habe gar keine Probleme. Alle super. Es ist seit Anfang der Woche. Nachdem ich Lemmental eng zum Laufen gebracht habe, läuft's. Nee, das wird bei mir immer schlimmer. Wahrscheinlich je näher der Fernbus-Simulator rückt. Nee, hat Niklas schon gesagt. Ja, wann kommt denn der eigentlich? 11. August. Hier muss ich überall gar nicht halten, kann das sein? Ach, ich halte jetzt. Du bist ja nicht selbes Linie. Du hältst dich überall, du bist ein Expressbus auf Deutsch gesagt. Geh weg, du scheiß Auto. Ja, fahr durch mich durch, kein Ding, Alter. Ja. Ich versuche ja an jeder Bushaltestelle anzuhalten, ich muss gar nicht anhalten. Schnellbuslinie gefällt mir. Hallo, ich hab Vorfahrt hier an der. Ey, seid ihr alle dumm? Weißt du, wie das gerade bei mir lenkt? Ey, das ist. Weißt du, wie viele Leute mir gleichzeitig Vorfahrt nehmen? Das dürften einige sein. Ich. Richtig. Muss ich hier anhalten? Nee, doch, hier muss ich anhalten. Bist du guppig jetzt, ne? Vielleicht nennen sie mir wieder die Vorfahrt. Hast du die Kollision mit Autos an? Ja. Morgen. Ich hab die gar nicht an. Jetzt lädt er bei mir die Texturen nach. Ach, scheiße. Genau jetzt, wo ich aufnehme. Warte, ich mach mal das an. Ich hab's mal angemacht, dass ich Schaden habe mit Fahrzeugen. Ich hab das irgendwie ausgemacht, keine Ahnung warum. Ja, wenn du dieses Morphe Soundpack für den Citaro drin hast, wird's aber extrem. Warum? Könnte es passieren, dass ja auch ein paar Lampen kaputt gehen. Hä? Ja, deine Leuchtmittel vom Bus gehen kaputt, wenn du richtig ranfährst und richtig Schaden hast. Nee, mach ich ja nicht, ich brauche ja keine Unfälle.
bin ein guter Busfahrer. Jetzt, ich fahre nur um die Kurve und die gleich. Oi! Kali. Ja. Kannst Busfahrer so gut sein, wie du willst. Wenn die KI spinnt, spinnt sie. Stimmt. Morgen. Morgen. Kannst Real-Life-Busfahrer sein, das interessiert keinen. Ach, hier will wer aussteigen. Na, dann steigen sie aus. Losfahren? Gut, losfahren. Wo bist du gerade? Kurz hinter Bergerfurt, Kritzhöhe. Ich bin gerade Bergerfurt, Stahlbrück losgefahren. Also einer danach. Du musst ja abbiegen. Ja, ja. Ja, ich bin jetzt eiskalt weitergefahren. Aber die Einbuchtungen sind ganz schön eng für so einen Gelenkbus. Naja. Ich glaube, ich werde nachher den Map mal wechseln. Weil die SB52 ist der einzige Linie, die ich noch nicht gefahren bin. Ja. Ich bin so gut wie gar keine Linie gefahren. Nö, dadurch, dass die ja schon länger spielen. Aber ich denke, wir werden im Rahmen dieses Let's Plays hier noch einige Linien fahren. Natürlich. Oh nein. Was mich freuen würde, wenn Omsi mal stabiler laufen würde. Ja. Rote Ampeln, wie ich sie liebe. Hast du auch mal? Muss Danke. Ich jetzt hier anhalten oder nicht? Ja, musst du. Tut mir leid, das, ich habe da nicht gesehen, dass da ein, ich dachte, ich passe da. Okay, ich habe einen ersten Unfall gebaut. Können Sie mal bitte anders fahren? Nein, ich kann jetzt nicht anders fahren. Ich muss mich damals verkeilen. Ja, komm, geht doch raus, das ist mir doch auch Latte. Wie kann ich eigentlich die dritte Tür öffnen? Geht die eine auf? Wie gesagt, ich habe mir alles aufs Lenkrad gelegt. Jetzt geht die Tür auf. Ja, ist alles geil. So, du bist bestimmt schon auf der Autobahn? Nein, ich hatte ja gerade ein paar Kollisionen. Welche Haltestelle bist du? Gerade Mittelbrechhaus, Linde raus. Ich fahr jetzt drauf, auf die Autobahn. Jetzt haben wir noch eine Minute warten können, wir fahren nämlich gerade ran. Es tut mir leid, dass ich mir euer sagen muss. Ich bieg jetzt drauf auf die Autobahn. KI auch keinen Schritt schneller. Autobahn macht Spaß. Knallen, Digga, knallen! Ja, weil wenn die KI nicht das macht, was sie soll. Oh oh nein, hab ich jetzt Stau? Ach du Scheiße. Das aufgrund von Kleinigkeiten. Was waren das jetzt? Was, sind sie denn eingefahren? Nein, ich bin unter das Schild hängen geblieben, kann das sein? Ich wurde einfach zurückgeworfen. Jetzt geht er nicht mehr an. Ich bin irgendwo in einer unsichtbaren Wand hängen geblieben. Was war das? Hier war eine unsichtbare Wand anscheinend. Ich weiß gar nicht, ob der Zugang für Autobahn zugelassen ist. Hier ist eine unsichtbare Wand. Ja, dann lass es doch unsichtbar sein. Ja, ich komme aber nicht weiter, wenn die mitten auf der Autobahn ist. Hä?
Ne, kommt man auf jeden Fall nicht durch. Komisch. Komisch. Kollision darfst du ja echt nicht anhaben. Ich hab's aber an. Ja, aber dann wirst du gleich sehen, was auf der Autobahn passiert. Ja, läuft fehlerfrei. Noch. Bist du schon wieder runtergefahren? Also die eine Ausfahrt da? Ja. Okay, dann hast du es nicht. Jetzt habe ich Verspätung wegen dem Scheiß hier. Ja, ich habe 2,6 Verfrühung. Ich habe 0,2 Verspätung. Oh. Scheiße, 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 scheiße. Halt an. Dann stehe ich jetzt im Stau. Ich auch. Ich dränge mich mal vorbei hier. Komm ich hier lang? Ich muss einen Spurwechsel vollführen. Ja, hier stehen gerade alle im Stau. Was ist denn hier los? Ach, jetzt geht's weiter. Meine ruppige Fahrweise. Das ist die KI, die bremst ja aus Heid vom Himmel ab. Ja, ja, deswegen entstehen die Staus. Ja, und dann machen sie eine Spur um dich, dass du nicht rüberkommst, ne? Genau. Nein, du sollst gerade doch nicht einfach winken und abbiegen, Mann. Guck doch vorher. Doch, kannst du, siehst du doch. Mann! Echt, wie fahren wir bekloppt? Ich muss. Ja, auf den Raster wollte ich jetzt gar nicht. Wir sind in der zweiten Spur von rechts bleiben müssen. Ja, habe ich auch. Ich habe es noch rechtzeitig gescheckt. Alles gut. Warte mal, was hat man in der Fahrschule gelernt? Wenn Stau ist, Warnblinker einschalten, ne? Ja, oder rechts vorbeiknallen. Ja. Aber wenn man es auf die vernünftige Art und Weise macht, dann mit Warnblinker. Na ja, gut. Wer mich gerade auf Steam angeschrieben hat? Nee, weiß ich nicht. Da wieder. Das ist ja krass. Dieser Stau regt mich auf. Oh, was jetzt hier? Rechts oder links? Rechts. Okay. Steht. Ja. Passiert. Was denn? Bin ein bisschen reingeklärt, auf jetzt die Polarei rufen. Jupp. Ja, 3 Minuten verloren. Mein Bus ist auch ein bisschen kaputt. Also vorne links habe ich Rallye-Blinker. Ja. Läuft eigentlich ganz gut bei mir. Ich bin noch nicht zu spät. Immerhin. Tja. Hast du mal grün? Hallo? Ey. Super belegt? Oh ja. Gut. Ist was grün. Es klappt immer wieder mit der Uber. Hört doch mal auf, so zu lecken. Geht gar nicht. Oh, hier ist der Flughafen.
Einmal normal, bitte. Einmal normal, habe ich da, warte. Dann kriegst du 6,80 wieder. Nein? Doch, komm. Ist so. Nee, 90. Ist egal. Nimm doch einfach. Bist du dumm. Da kriegt er noch was wieder. Ja, nimm es doch. Was war noch? Jetzt 6 und dann kriegst du noch. Ich dumm. Das ist ja schön, das ist ein Arm, ich hätte gerne einmal einen Schüler. Du hast ein. So, du bist dumm, Alter. Was willst du, Schüler? Haben wir nicht. Können Sie mir dann auch nochmal einen Fahrschein geben? Nö. Ups, ich bin gerade noch unter der roten Ampel durchgeknallt. Spät gesehen. Können Sie es mir auch größer geben? Es geht nicht größer, Mann. Hä, kann das sein, dass das irgendwie nicht stimmt mit dem Geld? Wenn du den Euro mit nicht drin hast, dann stimmt das auch nicht, nein. Weiß ich gar nicht, ob ich den hab. Muss ich mir nachher mal holen, wenn, ja? Zeig's mir, gut. Mach ich. Weil das läuft hier überhaupt nicht. Ich rechne mich dumm und dämlich und es klappt nicht. Ansonsten kann ich dir auch einen einfachen Trick geben. Der heißt? Geht's mal bei dir in der Einstellungen? Ja. Und dann hast du doch Ticketverkauf. Ja. Den stellst du mal auf einfach. Dann passiert was? Dann kannst du mit T und Steuerung T kannst du Tickets und Wechselgeld ausgeben. Nee, das will ich nicht. Besorg mir nachher den Mod da. Ja, ich müll dir das einfach mit Kleingeld zu, den nehmen doch schon. Ja. Ich hab den doch eigentlich installiert, kann das sein? Ja. Tag. Hallo. 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 Eine Kurzstrecke. Nimm dir, was du brauchst. Das ist der falsche Schein. Der falsche Schein? Du wolltest eine Kurzstrecke. Sag doch, dass du ermäßigt bist. Muss ich mir einen Fahrschein geben? Muss das so klein sein? Das muss so klein sein. Eine Tageskarte, bitte. Dumme Frage. Natürlich muss das. Du bist normal, ja? Das ist das Schöne bei dem C2 auf Hamburg. Bitte. Was denn? Da hast du noch unten so ein Fach, wo du die Scheine raustun kannst. Okay. Aber das hast du nur auf Hamburg, beziehungsweise du könntest dir das umschreiben, dass du es auf allen Karten hast. Wie ich gestern zum Beispiel auf Städtetreieck. Kurzstrecke. 90 Cent. Ein 20-Euro-Schein. Boah, hier gibt's sogar eine Busampel. Wo fahren wir denn hin? Hauptbahnhof, ne? Ach so, hier gibt's zwei Möglichkeiten. Ah. Hä? Keine Ahnung, wo wir hinfahren. Bahnhof. Also hier rein. Scheiße, das ist ja rot. Hä? Es geht doch beides zum Bahnhof, oder? Nee, das eine geht zum Flughafen, das andere zum Bahnhof. Also nach links? Ja. Ja gut, dann blinke ich richtig. Müsste die Ampel nur noch grün werden. Ja, Busampel. Ja, ja. Also du stehst da auch gerade? Ja. Oh, grün! Ne, rot. Also was heißt grün, Punkt? Naja, das ist gelb. Ja, Strich. Dann ist grün. Ich fahr nicht schlecht, hat der Maul. Guten Tag. Hallo. Hallo.
Eine Tageskarte Hallo. Hätte ich gerne. Du hättest gerne eine Tageskarte. Ich auch. Krieg ich aber nicht. Ja, das war jetzt aber passend, was du mir gegeben hast. Ist ja frech. Gib mir das passende, ob wir Wechselgeld haben. Hey, Junge, was für was denn, Schüler? Das? Nö. Können Sie mir dann auch nochmal einen Fahrschein geben? Was bitte, dass ich auch mal einen grünen bekommen? Entschuldigen Sie? Du redest im Schlüsseln mit mir. Reagieren Sie auch mal? Nein, ich reagiere jetzt nicht. Reagieren Sie auch mal? Mein Gott. Also ich glaube, Sie haben mir zu viel Rückgeld. Also ich glaube, Sie haben mir zu viel Rückgeld. Ich hab dir zu viel gegeben, jetzt nimm's und geh weg. Und naja, es. Ihr Problem, dann nicht. Ja, ist mein Problem, stimmt. Hau einfach ab. Mann, ich bin wieder unfreundlich. Tut mir leid. Ich bin so. Du kannst doch hier nicht einfach anhalten, wahr? Obwohl muss ich? Linke Spur. Okay. Was sind wir schon da? Der Wahnsinn. Alter, wegen dem noch Verspätung hier, Alter. Wie viel Verspätung hast du? 2,6. Es geht noch. Wieso, Omsi? Kein schlechter Fass hier. Weißt du, wie mich jetzt auch hier rote Ampeln interessieren? Gar nicht. Ich will irgendwann mal noch ans Ziel kommen. Nein, die Bordsteine! Ah! Nicht schlimm passiert. So, hauen sie ab. Zu spät angekommen. Ja, ist okay, ist schlimm. Passiert im Messen auch mal. Fahren wir noch zurück, oder? Nö. Weil ich muss erst mal sehen, dass Omsi wieder flüssiger läuft. Ja, und ich werde mir den Mod besorgen. Genau. Warte. Und... Ja, was? Warte. Ja, ich warte. Ja, möchte auch noch ankommen, ne? Gibt's hier irgendwo einen Pausenhof? Ja, da drüben. Wenn du mal links auf dem Fenster guckst, steht Pause Break. So. Ah ja, dann fahr ich dahin. Warte, dann schildern wir noch um. Oh, ich habe alles rausgenommen. Auf, ja. Ne, was? Bei Linie Cross einfach 5-0 ein. Betriebsfahrt. So, wo Pause Break dann nämlich? Ganz drüben. Ganz links. Hast du Pause Break Platz? Ein Ziel wie Werkstattfahrt oder sowas. Dienstfahrt, bitte nicht einsteigen, bla bla bla. Geht die Tür nicht auf? Warum geht die Tür nicht auf? Nein, jetzt geht die Tür auf. Jetzt machen wir die 10. So, ich steig aus. So, was steht da noch? Bitte nicht einsteigen. Perfekt. So, rüsten wir die Kacke noch ab. So, ich würde sagen, das war's für die erste Folge von Omsi. Ich würde sagen, in der zweiten fahren wir die ganze Strecke zurück. Ja. Und ich werde mir jetzt einmal die Mods besorgen, die ich brauche. Der Kollege da hinten hat irgendwie kein Problem mit mir. Ich weiß auch nicht. Ich stehe hier auf dem Platz. Du musst den anderen Wake-Platz suchen. Tut mir leid. Ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet hier, von diesem Format. Und
was wir mal fahren sollen, eventuell. Ja, können wir mal. Hast du noch irgendwas zu sagen? Ja. Ja? Und tschüss. Okay, tschüss.